Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Duell. Wir stehen als Tabellenvierter vor dem wichtigen Duell gegen den Tabellenführer aus München. Mit einem Sieg, ja, dann wären wir definitiv 2 Punkte hinter der Spitze. Ja, je nachdem, wie Leipzig spielt, natürlich klar, die spielen in Düsseldorf. Ist gefühlt ein leichtes Spiel, aber wie gesagt, Düsseldorf ist auch Elfter. Naja, wir haben noch 4 ungeschlagene Mannschaften. Das sind wir, das sind die Wolfsburger, die Bayern und Leipzig. Dortmund haben wir im letzten Ligaspiel vor dem Fenerbahce-Spiel, also vorletzte Folge, haben wir das den ersten Liga dabei gebracht. Ja, und jetzt wollen wir den Bayern auch ebenfalls ihre erste Niederlage beibringen im Heimspiel. Im Supercup haben wir gegen sie schon gewonnen. Jetzt soll es auch in der Liga passieren. Ein Heimspiel. Und dann geht's auswärts gegen Holstein Kiel. Okay. Na gut. Gut. Ich darf wieder ein bisschen mal durchrotieren. Also, nicht durchrotieren. Ich werde aus Fitnessgründen immer mal wieder andere Spieler spielen lassen. Ich habe jetzt noch einen Innenverteidiger. Arembi, der hat noch gar nicht gespielt. Der wird heute mal sein Debüt feiern. So, Lemperle. Ich bin ja, weiß ja manchmal ein bisschen zu überraschen. Auf geht's ins Duell. Wie gesagt, in der Liga, im Supercup gab es dieses 5:2. Jetzt wollen wir in der Liga ebenfalls dran anknüpfen und den Bayern die erste Saisonniederlage beibringen. Die stehen mit 12 Punkten vorne. Wir haben jetzt 8. Und will das noch was werden mit der Titelverteidigung, wollen wir natürlich den Sieg. Müssen wir heute gewinnen. Wenn sie heute gewinnen, die Bayern, sind sie schon so früh nach 5 Spielen mit 7 Punkten weg. Und dann wird es schwer, den hinterher zu hecheln. Aber wie gesagt, wir haben die letzte Saison auch das Hinspiel zu Hause mit 1:3 verloren, sind lange hinterher gelaufen und dann kam irgendwo mal ein Knick. Und dann haben wir es. Wir schauen heute insbesondere gerockt auf Sadio Mané. Denn in den letzten 3 Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte spannend werden, Buschi. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. So. So, die Jungs klatschen sich noch mal ab. Dann geht's in den 5. Spieltag. Das ganz, ganz wichtige Duell gegen die Bayern. Ja, Neuer steht mal wieder im Tor. So, auf geht's, los geht's. Wir holen uns die 3 Punkte. Und los geht's. Rote. Lotschafeli ist erstmal verdrängt aus der Startformation. Oh, schön da. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Novo. Und hier ist Bernardo.
Glück gehabt, dass er dann noch den Abpraller bekam. Kann im bisherigen Saisonverlauf die beste Abwehr vorweisen. Die Abwehr ist ihre große Stärke, ein ums andere Mal. Das macht sie so erfolgreich, das nutzen sie natürlich aus. Gegner haben schon fast Angst, gegen diese Defensive antreten zu können. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Schnuppert. Immer noch gefährlich. Schnuppert. Klasse aufgepasst vom Torwart. Huch, jetzt können sie durchatmen. Fischer. Kein Abseits. Sterner. Die Chance zur Führung. Kein Problem, ganz sicher. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Naja. Die Ecke kommt rein. Parade neu. Ja. Drin ist der Ball, ja. So einen Nachschuss, den darfst du dir eigentlich nicht erlauben. Steht auf 0-0, aber es wird auch 1-0 sein für Bayreuth. Ja, keine gute Parade. Wir schauen uns das nochmal an. Der Ball bleibt gefährlich. Und dann erst ist rote. Es nicht mehr zu verhindern. Das nutzen sie eiskalt. Und dann steht Aubameyang einfach mal richtig und sagt, jo, meiner drin. Jetzt sind die Bayern hier also hinten. Sie müssen was tun. Was für ein Lauf. Kommt jetzt das Abspiel. Da setzt er sich gut durch. Oh, Simeon, der aufpassen, ja. Und dann doch der Ball von Ila. Schellerop, gut gelöster. Novoa über die Seite gegen Serginho Dest. Ist hier immer noch am Ball. Da kommt die Flanke. Da klären sie erst. Ah, Tomiyasu, den sie aus Leverkusen verpflichtet haben. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ja, richtig gefährlich werden können, wenn der durchgegangen wäre. Dest. Jetzt Sabitzer. Oh, sie meint. Oh, ganz stark gemacht. Das gibt es eine Gelegenheit. Viel zu wartet. Was für eine Parade. Da muss auch Simeon mehr machen aus der Situation. Glück für unsere Truppe. Moriba. Die Balle oben. Scheiße. Ja, schönes Ding. Gut gemacht. Zu Astet. Aubameyang gegen Bremer. Wäre lustig gewesen, wenn der nach Werder gewechselt wäre. Vielleicht sollte ich mal eine Werder-Karriere starten und den einfach noch holen. Einfach aus. Just for fun. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Spielt der aktuell für Juventus Turin? Ist ja vor der dann. Boah, Alter. Tritt mir bitte nicht meine Spieler weg. Bitte, bitte, hoffentlich bist du nicht verletzt. Okay. Berechtigte gelbe Karte. Gelb Tomiyasu, ja, Bayern. Absolut richtig. Absolut, Wolf, er kann froh sein, dass bitte, er bitte, lass mir jetzt nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das war. Ja, Schiri, da kannst du aber auch mehr was anderes geben, aber gut. Sterner, bitte auf dich, sag nicht verletzt, ey. Nein, sieht aber nicht so aus. Und das ist der Ballverlust. Das ist ein vielversprechender Pass. Ja, das ist Abseits. Vielleicht kein Abseits. Zu früh losgelaufen. Ist natürlich immer eine riskante Spielweise, dieses Lauern, dieses Spekulieren. Hier ist es schief gegangen, aber ich bin mir ziemlich sicher, genau das werden sie wieder versuchen. Er holt sich den Ball. So. Abflug Sterner. Wieder gegen Tomiyasu, der jetzt ein bisschen aufpassen muss. Tomiyasu! Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion Neuer. War zu ungefährlich. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wo sie den ausgegraben haben. Sind die bei Arsenal? Aber zeigt ja auch eine Karte. Ich muss zugeben, ich weiß es echt nicht. Ich kenne den Spieler nicht. Also von Yasuo jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Klasse. Ich kann mir vorstellen, dass er von Arsenal kam. Ich glaube ja, irgendwie sowas war da. Jetzt so. Kommt die Ecke. Ah, schade. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Und Aremi. Die Aktion Neuer. War zu ungefährlich. Jetzt. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Gelb nur boah. Da zeigt er ihm gelb. Kann man durchaus geben. Es war ähnlich, aber nicht genauso wie bei Tomiyasu. Hier ist gelb auch ausreichend. Tomiyasu könnte das mal so, hätte man noch rot geben können. Bernardo. Oh, das
das könnte was werden. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Ja, wo sind wir denn jetzt gefährlich da vorne drin? Die erste Hälfte ist vorbei. Puh. Also, Aubameyang traf in der 14. zur Führung für Bayreuth. Ja, es ist ausgeglichen, leichter Vorteil für uns. So. Gut, dann darf halt Moukoko mal wieder von mir mal zeigen, was er kann. Der uns ja in den letzten Spielen so ein bisschen gezeigt hat. Jo. Bayern, ich kann treffen. Noch nicht zufrieden sein. Ein Tor Rückstand zu. Das ist aber auch nur um die wegen der gelben Karte. Ist gar nicht mehr. Ja, genau, der nächste Gegner ist dann Holstein Kiel. Der leichteste. Gegner. Ah, da zwei Unentschieden in Folge sind wir auf Kurs. Vierter Sieg in Folge. Statt jetzt. Aber die Bayern sollte man nicht abschreiben. Deswegen sollte man Tunis auf zweites Spiel. Genau das ist es halt. Mit Ansage. Mit Ansage. Bernardo. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Also Bernardos erstes Saisontor. Ah, schade. Ja, die war unten nicht ganz unwichtig, weil da wäre Moukoko frei mal. Ball bei Dest. Schön gelöst da. Ja. Voll im Einsatz zum Ball. Kurze Unterbrechung. Okay. Freistoß gegen den FC Bayern. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Sterner. Zieht vorbei. Moukoko. Schön abgeblockt. Er Latte. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. So, Ecke kommt. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Sabitzer. Nächster Gegner ist... Ball noch im Spiel, stark gemacht. In Kiel. Da ist die Flanke. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Scheiße. Kimmich. Kimmich. Gut verteidigt. Sag ja, die Bayern darfst du nie, niemals abschreiben. Moukoko, Tempo. Gutes Dribbling jetzt. Ja, der bleibt dran, der Licht. Es war auch ganz gut, dass der Moukoko da nicht frei durchgehen konnte. Wichtig, dass er sich den Ball holt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ja, die Bayern haben es sehr, sehr gut verteidigt. Jetzt setzt sich mal Moukoko durch. Das Zuspiel soll zu Aubameyang. Erstmal keine Gefahr mehr. Scheiße. Und jetzt ist der Ball geklärt. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt mal auf Tempo gehen. Nein. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Und da sehen wir mit Arembi mit einer guten Situation. Im nächsten Bundesligaspiel. Aus meiner Sicht eine absolut lösbare Aufgabe. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Ja, es wird auf unentschieden, oder was? Ja, der Serginho Dest. Der Keeper hält und verhindert hier vielleicht die Niederlage. Ja, das ist sehr gut möglich, Wolf. Es bleibt. So, jetzt versuche ich da mal wegzureißen. Vielleicht schaffe ich da nochmal irgendwas zu machen.
Vielleicht geht da noch mal was. Vielleicht den einen Konter noch zu setzen, abzufangen oder den einen Konter noch mal zu setzen. Nicht mehr viel Zeit für weitere Chancen. Und jetzt der Wechsel. Aubameyang geht. Vier Wechsel. Der Ball kommt rein. Doch, nein! Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. Sabitzer. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus. Boah, ist das bitter. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen Lemperle, vielleicht irgendwie doch nochmal was mitnehmen. Super dazwischen gegangen, da haben sie den Ball wieder. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Ich muss jetzt mal gucken, dass ich da irgendwas nochmal gerissen bekomme. Vielleicht der Ausgleich. Ja! Der passt, Ausgleich. Kurz vor Schluss wissen wir hier doch noch eine Wahnsinnsschlussphase. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Ich glaube, es war Sterner. 2:2 der Spielstand. Nee, ich glaube, es war Lemperle. Ja, Lemperle natürlich. 2:2. In dieser Begegnung, da steht das Endergebnis nun fest. Bayern München holt am Ende ein Remis. Heute doch einige Lücken, einige ungewohnte Nachlässigkeiten in der Abwehr. Bei 2 Gegentoren kannst du dann eben nur einen Punkt mitnehmen. Oh, Bann, diese scheiß Ecke, da steht 2 Mann um den rum, wenn ich die richtig verteidigt bekomme. Die Ecke kommt rein. Ja, wir haben zu viel offen gelassen. Also mein ausgeglichen ist es, wenn man mal so sieht, ist es ein verdientes Unentschieden. Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil es quasi das direkte Duell um nach ganz oben ist. Also es sind weiterhin 4 Zähler, glaube ich, oder? Ich hatte jetzt ein bisschen davon ausgegangen, dass wir das Spiel gewinnen. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir ein bisschen Fehler lassen. Dieses Unentschieden tut natürlich jetzt extrem weh. Ja, es sind 4 Zähler auf die Bayern und auf RB und 3 auf Dortmund, 2 auf Wolfsburg. Also was momentan nach ganz oben ist ein bisschen eine kleine Lücke. Na gut, ist halt so jetzt passiert. Ändern kann ich es nicht. Der nächste Gegner ist für uns auswärts. Holstein Kiel. Da hoffe ich auf 3 Zähler. Und das ist der Tabellenletzte. Aber wir kennen das Thema ja, Tabellenletzter. Und Union Berlin 0-4. Duisburg damals in der dritten Liga ebenfalls 0-4. Also wir sind gewarnt. Na gut, wir sehen uns dann morgen wieder um 14 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann geht's weiter in Kiel.